Mythen über Frauen und Sex. Weibliche Sexualität unterscheidet sich polar von der männlichen. Das, was dir beim Sex gefällt, das, was du magst, kann deiner Partnerin nicht besonders gefallen oder kann ihr sogar abstoßend vorkommen. Wie kickt sie im Sex? Wann hat sie Lust? Warum hat sie Lust? Und warum hat sie mal überhaupt keine Lust, sondern nur Kopfschmerzen? Wenn dich dieses Thema oder ähnliche Themen über Männer-Frauen-Beziehung interessieren, dann denk bitte daran, jetzt meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich bin eine Männerflüsterin, ein Männercoach und ich kann dich durch meine Coach-Sitzungen und Trainings per Skype oder persönlich in allen Aspekten deines Lebens unterstützen. Besuche meine Webseite www.linarosmeier.coach und vereinbare deine erste kostenlose Coach-Sitzung per Skype bei mir oder dein erstes Kennenlerngespräch für Training. Okay, weibliche Sexualität und Mythen über Frauen und Sex. Ich bin selber eine Frau und heute spreche ich aus meiner Erfahrung über 4 Mythen über Frauen und Sex. Mythos Nummer 1. Frauen kommt es auf die Größe nicht an. Stimmt nicht. In der University of California wurde folgendes Experiment durchgeführt. Zuerst wurden 33 lebensechte Penismodelle vorgefertigt. Eine Gruppe der Frauen sollte diese lebensechte Penismodelle betasten und bewerten. Und die meisten Frauen haben sich für die Penisse 16 cm lang entschieden. Also auf die Größe kommt es doch an. Zu kurze Penisse spüren wir einfach nicht. Zu wenig für uns. Und zu lange, zu große Penisse sind auch nicht für viele Frauen optimal. Wenn dich dieses Thema interessiert, habe ich dazu ein Video auf meinem YouTube-Kanal »Ist mein Penis zu klein?« Frauen stehen vor allem auf romantischen Kuschelsex. Frauen sind genauso an Sex interessiert wie Männer. Vielleicht nicht so oft, aber genauso. Und die meisten Männer denken natürlich, dass Frauen vor allem den romantischen Kuschelsex wünschen. Ja, das wünschen wir, aber nicht immer. Manchmal ist es gut, wir wollen diesen romantischen Kuschelsex, aber manchmal möchten wir dominiert zu werden. Sie will, dass du sie einfach nimmst, dass du sie dominierst. Bitte mit Vergewaltigung nicht verwechseln. Wir wollen auch manchmal Sex an ganz, ganz unpassenden Plätzen, zum Beispiel auf der Toilette in einem Flugzeug. Also eine gute Abwechslung zwischen Kuschelsex, zwischen sehr dominanten Sex und an unpassenden Plätzen. Das wollen wir am meisten. Wenn sie zwischen den Beinen nicht feucht ist, dann ist sie nicht erregt. Es gibt tausende Gründe, warum dieselbe Frau zwischen den Beinen manchmal feucht und manchmal trocken ist. Und das hat meistens mit dem Wunsch, Sex mit dir zu haben, nichts zu tun. Das sind physiologische Gründe. Frauen ab 40 sind zwischen den Beinen weniger feucht als Frauen zum Beispiel mit 30. Vor allem während der Klimaxperiode oder nach der Klimaxperiode sind Frauen trockener zwischen den Beinen. Das hat mit dem Wunsch, Sex mit dir zu haben, überhaupt nichts zu tun. Ich kann dir einen Tipp geben, verwende Gleitmittel. Das lieben Frauen, das wollen Frauen, das ist sehr angenehm und das würde dir auch sehr gefallen. Ich kann dir ein sehr gutes Gleitmittel empfehlen, das ist von MyGlamy. Und dieses Gleitmittel ist auf natürlichem Basis, 100% natürlich. Das heißt, das ist hergestellt aus Kokosnussbutter. Es riecht aber nicht nach Kokosnuss. Der Geruch ist neutral und der Geschmack ist auch neutral. Und mit diesem Gleitmittel kannst du sie zuerst sogar massieren. Das kannst du auch Massageöl
als Massageöl verwenden und danach natürlich auch für Ihre Vagina. In diesem Video in der Beschreibung werde ich den Link zu diesem Gleitmittel auf Amazon stellen. Wenn du drauf klickst, dann bist du sofort beim Amazon und kannst dieses Gleitmittel kaufen. Erogene Zonen sind bei allen Frauen an gleichen Stellen. Stimmt nicht. Eine Frau wird total erregt, wenn du ihr etwas ins linke Ohr flüsterst. Andere Frau findet das toll, wenn du ihr etwas ins rechte Ohr flüsterst. Und eine dritte Frau sagt zu dir, was hast du mit meinen Ohren, lass sie in Ruhe, konzentriere dich auf das Wesentliche. Wir sind unterschiedlich. Dasselbe ist beim Küssen. Eine Frau liebt es, wenn du sie am Hals küsst. Eine andere Frau möchte lieber, dass du die Innenseiten ihrer Oberschenkel küsst. Wir sind unterschiedlich. Deswegen diese Tantra-Massagen zum Beispiel, die Männer erlernen, die helfen nicht, weil dort lernst du, wo Frauen normalerweise erogene Zonen haben. Stimmt das? Aber jede Frau ist unterschiedlich. Du solltest sie selbst erkunden. Du solltest ihren Körper erforschen, um zu verstehen, wo deine Partnerin, wo deine Frau erogene Zonen hat. Wo sind diese erogenen Zonen besonders empfindlich? Hat dir mein Video gefallen? Dann abonniere meinen YouTube-Kanal. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis bald.